Lima GmbH, Generalimporteur der Eisrettungssysteme von Marsas in Europa. Wir bringen Ihre Wünsche aufs Wasser. Eisrettung mit modernster Ausrüstung. Winterzeit, Schlittschuhzeit. Jeden Winter lockt es viele Menschen auf die glitzernden Eisflächen der zugefrorenen Seen. Dabei unterschätzen Kinder, aber auch Erwachsene oft die Tragfähigkeit des Eises und brechen ein. Den Rettungskräften bleiben dann wegen der raschen Unterkühlung der eingebrochenen Personen nur wenige Minuten zur Rettung. Besonders wichtig hierbei sind schnell einsatzfähige Rettungsmittel und sichere Rettungstechniken. Schon im Feuerwehrhaus oder während der Fahrt zum Einsatzort haben die Einsatzkräfte sich bereits die Überlebensanzüge angezogen, die über der normalen Oberbekleidung und ohne Schuhwerk getragen werden. Die wichtigste Grundregel vor dem Einsatz ist die Selbstsicherung der Einsatzkräfte, die sich zur Rettung auf das Eis begeben. Dazu verbindet der Leinenführer das Rettungs- und Sicherungsende seiner Leine am Aufzugseil des Eisrettungsschlitten. Der Retter sichert sich durch Einhängen des Sicherungsgurtes vom Eisrettungsschlitten an seinem Überlebensanzug. Wichtig ist hierbei, dass der Karabiner des Rettungsgurtes sowohl durch den Ring als auch den Karabiner des Lifebelts befestigt wird. Zur sicheren Befestigung der Leinentrommel wird ein Eisanker in das Eis getrieben. An diesen wird die Trommel über eine Schlaufe eingehängt. Der Retter hat drei Möglichkeiten, den Verunglückten mit dem Rettungsschlitten zu erreichen. Erstens, der Rettungsschlitten wird getragen. Zweitens, der Retter bewegt sich mit Hilfe der Eisnägel liegend auf dem Schlitten vorwärts. Oder drittens, der Rettungsschlitten wird gezogen. Dabei ist zu beachten, dass die Zugschlaufe auf der Unterseite entriegelt wird. Der Retter entscheidet nach den örtlichen Gegebenheiten, welche Möglichkeiten er dabei nutzt, um schnellstens den Verunglückten zu erreichen, ohne dabei die eigene Sicherheit zu gefährden. In sicherer Entfernung von ca. 2 Metern vor der verunfallten Person angekommen, muss der Retter beruhigend auf diese einwirken und hinterfragt die physischen Möglichkeiten der Person im Wasser. Hiernach richtet sich der weitere Rettungsablauf. Sollte die Person aktiv mithelfen können, indem sie in der Lage ist, die Arme zu heben, erfolgt die Rettung ausschließlich mit dem Eisrettungsschlitten. Der Retter verlässt das Board, entsichert die Rettungsschlaufe und den Sicherungsgurt am Schlitten. Jetzt schiebt der Retter den Eisrettungsschlitten der Person im Wasser zu. Dabei fordert der Retter die verunfallte Person unmissverständlich auf, ihre Arme kreuzweise in die Armschlinge zu stecken. Ist dies erfolgt, entsichert der Retter die Aufzugsleine an der Unterseite des Rettungsschlittens und fordert seinen Leinführer durch Handzeichen und Rufen auf, die Rettungsleine durch schnelles Ziehen einzuholen. Dabei werden die verunfallte Person und der Eisrettungsschlitten gegeneinander aufgezogen. Bei stabiler Einbruchskante kann der Retter unterstützend den Schlitten an der Vorderseite anheben. Ist das Eis instabil, wird sich der Schlitten durch die Gewichtsbelastung mit einer Person selbst aufstellen und bei festerem Eis sich auf das Eis legen. Der Retter lässt den Schlitten mit der geretteten Person an sich vorbeigleiten und hält sich an den beiden hinteren Griffen fest. Sollte der Retter feststellen, dass die verunfallte Person aufgrund der fortgeschrittenen Unterkühlung die Arme nicht mehr bewegen kann, erfolgt die Rettung mit der Rettungsschlinge. Der Retter kriecht mit der Rettungsschlinge zur verunfallten Person, hebt deren rechten Arm und führt diesen und deren Kopf durch die Schlinge. Danach hält der Retter die Schlinge und den Arm der verunfallten Person mit einer Hand fest und zieht deren zweiten Arm durch die Schlinge. Der Retter ergreift nun unterhalb der Rettungsschlinge das Velcro-Band, löst dieses und engt die Rettungsschlinge durch Zusammenziehen beider Enden auf den Körperumfang der verunfallten Person ein und arretiert das Velcro-Band auf der Oberseite. Danach zieht der Retter den Rettungsschlitten zu sich, entsichert die Rettungsschlaufe und die Aufzugsleine an der Unterseite des Rettungsschlittens und hängt die Rettungsschlinge in die Öse vor der Armmanschette ein. Der Retter gibt dem Leinenführer ein Zeichen und die Person wird, wie in Variante 1, aus dem Wasser gezogen. Im sicheren Uferbereich wird die gerettete Person zunächst mit einer Isolationsdecke abgedeckt und dann durch 4
Einsatzkräfte dem Rettungswagen mit Notarzt zugeführt. Sollte ein Kranen beispielsweise in einem Hafenbereich erforderlich werden, kann diese mit einem 4:1 Bergegeschirr ebenfalls erfolgen. Sollte ein zweites Team beispielsweise zur Rettung mehrerer Personen in den Einsatz müssen oder der Rettungsschlitten zur Rettung weiterer Personen nicht zur Verfügung stehen, erfolgt die Rettung nur mit der Rettungsschlinge und der speziell für diese Situationen konfektionierten Rettungs- und Sicherungsleine. Der Retter hängt die Rettungsschlinge am zweiten Ende der Rettungs- und Sicherungsleine ein und sichert sich selbst durch Einhängen des Karabiners an seinem Überlebensanzug. Wichtig ist hierbei, dass der Karabiner der Leine sowohl durch den Ring als auch den Karabiner des Lifebells befestigt wird. Der Retter kriecht mit der Rettungsschlinge zur verunfallten Person, hebt deren rechten Arm und führt diesen und deren Kopf durch die Schlinge. Danach hält der Retter die Schlinge und den Arm der verunfallten Person mit einer Hand fest und zieht deren zweiten Arm durch die Schlinge. Der Retter ergreift nun unterhalb der Rettungsschlinge das Velcro-Band, löst diese, engt die Rettungsschlinge durch Zusammenziehen beider Enden auf den Körperumfang der verunfallten Person ein und arretiert das Velcro-Band auf der Oberseite. Der Retter begibt sich seitlich neben der verunfallten Person in das Wasser. Er drückt den Kopf der verunfallten Person auf dessen Arme und weist den Leinenführer durch Handzeichen und Rufen an, die Rettungsleine einzuholen. Unterstützend hebt der Retter die Beine der verunfallten Person unter Wasser an, um ihn in eine Schräglage für eine schonende Abbergung zu bringen. Wenn sich Retter und gerettete Personen auf stabilem Eis befinden, erfolgt die vorsichtige Umlagerung der geretteten Person. In diesem Video haben wir Ihnen die Handhabung des Eisrettungssystems der Firma Marsars mit seinen Hauptkomponenten, dem Eisrettungsschlitten, der Rettungsschlinge und der Sicherungs- und Rettungsleine demonstriert. Bei dem Video handelt es sich um kein Ausbildungs- oder Lehrvideo. Dieses Video kann zur Unterstützung innerhalb einer Ausbildung durch qualifiziertes Fachpersonal eingesetzt werden. Lassen Sie sich und Ihre Einsatzkräfte für eine sichere und effiziente Handhabung des Eisrettungssystems ausbilden. Diesbezügliche Wünsche richten Sie bitte an die LEMA GmbH, Amirower Kanal 9 in 17248 Rechlin.